Oh, die Kirche schießen wir ab. Das wäre doch was, ne? Ich denke mal nicht, dass dann gleich die ganze Kirche einstürzt, aber das müsste doch schon einen sichtbaren Schaden hinterlassen. Lass mal gucken, ob wir hier Besuch haben. So, jetzt nehme ich meinen Raketenwerfer. Munition habe ich ja. Müsste ich ja eigentlich jetzt von hier aus so einfach mal rechte Maustaste macht so was. Okay. Macht man das so? Tja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. 7 Days to Die. Viel habe ich nicht gemacht. Gleich in der Nacht schon wieder so eine Schreierin hier. Und die hat schon geschrien. Ewig randalieren sie hier. Das nervt vielleicht. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir so ein paar Sachen eingepackt, die ja hier jetzt rein sollen, damit ich auch genügend habe an Reparaturzeug. Ich warte jetzt eigentlich darauf, dass die hier mal reinmarschiert. Eventuell mache ich den ganzen Krempel an. So. Hier mal gucken. 500 so einiges. Wir können hier noch ein paar von denen mal da reinlegen, dachte ich mir so. Auch Eisenbarren die Hälfte reinlegen. Auch hiervon, dass wir auf jeden Fall so ein Material haben. Ich weiß ja nicht so genau, was ich überall brauche, um den Krempel zu reparieren. Ja, die Batterien wollte ich oben rein tun. Hier ist auf jeden Fall ordentlich was an Munition. Den packe ich, glaube ich. Aber das ist ja nicht mehr viel. Den kann ich hier drin lassen, ne? Ja, wo bist du denn? Warte mal, den machen wir aber zu hier mal. So, den Rest packe ich hier hin. Ja, guck mal, dann haben wir 500. Das kann ich dann eigentlich... Ja, ist ja noch nicht so weit, ne? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So. Ah, guck. Madame hat den Eingang gefunden, ne? Das ist ja wohl. Dann packen wir das hier hin. Ja. Die noch dazu. So. Hier steht aber schon davor. Mal gucken, ob da noch mehr kommt. Ich mach mal kurz an. Hier. Hier bin ich. Incoming enemies, prepare for conflict. Ne, mach, die lässt sich nicht ablenken, ne? Kommt die da durchgeklettert eigentlich? Nee, ne? Nö. Ah, da kommen noch Besucher. Ach, herrje. Was ist denn da draußen los? Hier, Remy, Demi. Ja, hat sie so viele gerufen? Hier, guckt euch das an hier. Ja, das klappt aber ganz gut hier mit den Türmen, ne? Ja, ich wollte hier die Batterien reintun. Machen wir mal an. Haben wir dann eigentlich Licht? Ja. Hier ist ein bisschen Licht. Kann man ja so ein bisschen Generalprobe machen hier, ne? Guck mal, da liegt ein Grünling. Noch ein Schrei halt. Kommen da noch mehr? Da ist noch so ein Einzelgänger. I've got a bad feeling about this. Ja, ich nicht. So gar nicht. Ja, die halten aber lange durch. Hier ist Party, ey. Was ist denn hier los? Hier ist drüben, oder? Da ballert's. Hier. Ich sehe überhaupt nichts. Ach, da unten. Na ja.
Ja, und so vom Licht her ist das eigentlich gar nicht schlecht. Da schießen sie noch mehr. Was ist denn da noch wieder? Ach, das war er. Da hinten kommt noch wieder eine Schreierin an. Ist ja irre. Dabei wollte ich eigentlich nur hier mal gucken, dass wir auch alles repariert haben. Hier muss ich ja dann... Hä? Ist der dann noch nicht da, oder? Wie viel hat er raus? 100? Ja, hat schon 100 wieder rausgehauen. Freischalten. Auffüllen. Sperren. My senses have picked up something. Ende Gelände. Ja, jetzt hat sie geschrien, da kommen die Nächsten. Also da lohnt sich, die hauen mir nur die ganze Munition weg. So, da guck mal ein. Ach, geht ja nicht, Moment. Freischalten. Ey, was ist los? Das ganze Pulver schon vorher verschießen, wa? Da kommt wieder einer an. Ich mach die aus, ey. Die hauen mir ja meine ganze... Ich hab ja nicht so wahnsinnig viel gemacht. Achso, Moment. Stop it. Ich wollte ja hier die Batterien tauschen, dass die auch durchhalten. Mach mal aus. Ausschalten. So, die 6er ist ja alles voll. Guck mal, die nehmen wir raus und die 4er nehmen wir raus und machen dafür 2 5er rein. Mehr kann ich jetzt hier nicht bieten. Oh, jetzt ist hier auch schon der Platz alle. Ah, ich muss ja sowieso Munition rausholen, ne? Guck dir das an, wie viel das ist. So. So. Den lassen wir hier. Ich denke mal, ich da noch ein bisschen nachfüllen muss. So. Ah, guck an, da ist die Nacht schon vorbei. Ah, das ist jetzt der. Man setzt sich doch dahin. So. Das ist das. Das soll erstmal soweit okay sein. Achso, die Batterien jetzt da rein. Passen die alle noch hier rein? Eigentlich muss ich nur die ganz vollen hier rein tun. Die kann ich auch mal hier rein tun. Die anderen nehme ich mal noch mit rüber. Ah, wird schon hell. Ja, ist die Nacht vorbei. Ich muss aber jetzt noch mal eben hier gucken, dass ich die alle auffülle. Ja, hier war ja nicht so viel. So. Und da noch. Ich glaube, der ist gar nicht zum Einsatz gekommen hier, oder? Ah, doch, ein bisschen ist raus. So. Genau. Jetzt schalten wir den Krempel aus. Hopp. Wie viel hat er verbraucht? Ja, fast nichts, ne? So. Hier ist ordentlich was drin. Ne, hier sollte der hin. Den machen wir auch noch hier rein. Jetzt gucken, was drüben noch ist. So. Ausschalten. Dann kommen die noch hier rein. Damit muss ich auskommen dann, ne? Aber jetzt machen wir die eben hier rein. Ich werde mir jetzt mal die hier reinlegen und Stahl und Eisen und Eisenbarren und die Holz haben wir ja. Beton. Vorsichtshalber die auch. Ja.
und dann nehme ich mir die mal vor. Jetzt gucken wir mal, was die hier schon so kaputt gemacht haben. Ne? Hier ist doch bestimmt einiges. Jo, fast nichts. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist doch eigentlich, ist das doch nichts. Hier ist alles in Ordnung. Vielleicht hier neben so ein bisschen noch. Nö. Das ist alles tippitoppi hier. Da muss ich aber innen auch noch gucken. Das sind ja jetzt hier die äußeren, ne? Auf der anderen Seite muss ich da auch noch gucken. Die werden ja erst beschädigt, wenn die inneren Gitter komplett weggehauen sind. Ist hier irgendwas kaputt? Ich gucke das jetzt aber eben nach. Der Vollständigkeit halber. Wieso hat der denn was abgekriegt? Okay. Ja, hier hat einer was gekriegt. Aber dafür haue ich keinen Stahlbarren da rein. Für so ein paar Pisselinchen. Ja. Naja, ich mache das mal noch weiter. Ich gucke noch mal hier. Das könnte noch interessant sein. Ja, das ist aber nicht viel. Dann muss ich mal gucken, was will der denn dafür haben? Boah, wenn ich das jetzt mal wüsste. Ich glaube, der braucht... Wie kann ich das denn sehen? Ich habe 301, 222, 148... Da. Den hat er nicht gebraucht. Da, ne? Ja, 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 ja. Und wie ist das hier? Mhm. Das ist auch in Ordnung. Ich werde das noch ein bisschen kontrollieren, dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, ich habe jetzt mal alles so ein bisschen durchgeguckt. Da war gar nicht so viel kaputt. Habe auch dafür gesorgt, dass da genug Materialien sind. Jetzt ist hier auch wieder aufgeräumt. Ich habe schon mal das Geld eingepackt und den Flieger und das Auto ein bisschen Sprit. Weil, ich sehe gerade, Mamfi könnte man noch was einpacken. Wollen wir die beiden wenigstens noch mitnehmen? Ja. Ich würde ja gerne gucken, ob wir den Raketenwerfer da noch machen können. Ne? Also da hätte ich ja Spaß dran, dass wir den ausprobieren. Vielleicht in der Horde-Nacht oder so irgendwo. Oder irgend so ein, einfach so ein Gebäude umnieten. Mal gucken, wie der so ist, was der so für eine Zerstörung hat. Waffen, was habe ich denn da schon von? Ich habe Raketenwerferteile, 5 Stück. Munition dafür habe ich keine, ne? Oder? Ist hier was? Doch, hier. Rakete, Munition. Was brauche ich eigentlich, um so ein Ding zu machen? Da hatte ich schon mal nachgeguckt, ne? Raketenwerfer, hier. Da braucht man den Bauplan für. Bauplan, Raketenwerfer. Danach will ich gucken, ob wir den irgendwo kriegen können. So, und was muss man dafür haben? 6 Teile habe ich. Wie viel habe ich? 5, ne? Also 6 brauchen wir. 30 Stahl. Das ist alles ja nicht so dramatisch hier, ne? 6. Moment mal. Geldwerte. Hier sind. Wo sind denn die 5? Bei Teile? Da sind 36. Warum liegen denn hier noch welche rum? So. Jetzt haben wir 41. Also das ist nicht das Problem. Wir brauchen den Bauplan. Und da werde ich jetzt mal gucken, ob wir noch hier am letzten Tag was kriegen können. Dass wir die Händler nochmal abklappern. Ich weiß gar nicht, wann Händler-Reset ist. Ich denke mal nicht heute. Ist ja auch jetzt ab 8 Uhr, glaube ich, zeigt er das rot an, ne? Blutmond und so. So. Gehen wir erstmal drüben zu dem Händler hier. Und dann fliegen wir rüber. Oder vielleicht in den Wastelands. Vielleicht haben wir da mehr Glück bei dem. Vorhin kam noch so eine Schreierin an und da kloppt die da hinten gegen den Fackelturm. Ich stehe hier drin, komme da raus aus dem Tor, aus dem Tor hier und die haut da gegen den... Also was Blödes. Von wegen, wenn die so frei stehen, dass die da nicht, dass die da nicht drauf rumkloppen würden. Doch, doch. Wenn die da gerade zufällig vorstehen, dann kloppen die da auch drauf. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob beim letzten Mal, was der hier gesagt hat, von wegen Raketenwerfer. Aber das würde ich gerne mal versuchen. Wir haben hier unser schönes Flievertüt. Da können wir mal gucken, ob wir da eine Chance haben. So. Die Händler abzuklappern und das noch vielleicht irgendwo zu kriegen. Hier ist offen.
Sag doch mal, hast du so einen Bauplan? Drop your weapons or drop your drawers. So. Warte erstmal hier, das kann ich ja hier so sehen. Ja, die Munition hat er. Soll ich die kaufen? Ne, ist das Ding teuer und dann habe ich ganz viel Munition. Ich merke mir das mal. Wann ist denn 82 ist der nächste Reset? Okay. Aha. Hat doch jemand da geschrieben, hier das Nachtsichtgerät wird sich nicht lohnen. Oder war das bei Scum? Ja? Ich habe das jetzt durcheinander gehauen. Ja, hier ist schon mal nichts. Gucken wir hier noch. Raketenwerferteile und Raketenmunition. Aber kein Bauplan. Oder müsste ich da anders gucken? Wo stehen denn die Baupläne eigentlich? Haben die eine eigene Kategorie? Ja, hier. Bauplan Zementmischer. Hat er aber nicht. Da ist das also. Sonst sind irgendwo Baupläne, die sind alle nur dann da, ne? Oder hier. Well, what kind of lousy customer are you anyway? Ja, ich weiß. Guck mal hier, den nehmen wir mal mit. Ja. Und Tysikowski. Lousy Customer. Ja. Ist auch nicht immer gleich, ne? Manchmal kaufe ich ja auch, wenn du gescheites Zeug hast. Wenn ich jetzt zum Bauplan hättest für den Raketenwerfer, dann hätte ich den bestimmt gekauft. So, dann fliegen wir rüber, würde ich sagen. Ne? Kann ich den hier setzen? Ich glaube nicht, ne? Kann ich da noch starten? Oh. Reicht das? Man muss. Wie sieht das eigentlich aus? 67 müsste reichen. Auf geht's. Ja. Oh. Nicht gegen die Bäume. Steiler steigen. Ja, passt. Weniger steil steigen. Was ist das, ein Zungenbrecher? Weniger steil steigen. Der steile Steiger steigt steiler, je steiler die steigende Steilung ist. So. Mal Gas geben hier. Ah, das wäre doch geil, ne? Raketenwerfer dann. Man, wenn ich mal so eine ganze Meute da stehen sehe. In der Horde Nacht, ich hatte ja auch die Zombie-Anzahl erhöht letztens, ne? Ich überlege, ob ich die noch höher setze, aber ich weiß nicht. Auch wegen der Performance dann, ne? Und dann da mal so eine Rakete reinballern. Oder so ein großes Gebäude zum Einstürzen bringen, das könnte ja schon vielleicht mal ganz ulkig sein, oder? Würde ich ja gerne mal ausprobieren. Gehen wir erstmal hier zum Rektum. Und dann noch die anderen beiden, die hier noch sind. Ach, ich wollte... Oder sonst noch vielleicht zum... nicht so langsam, so weit auseinander wäre. Siehst du, jetzt ist die 80 rot. Ja. Noch in den Westlands da zu dem Händler. Könnte man ja machen, ne? Habe ich einen Sprit mit? Ja, ein bisschen, ne? Wenigstens das Wetter einigermaßen okay, nicht so ein super Nebel hier. So, runter. Da ist das Hochhaus, da sind wir gar nicht drin gewesen bis jetzt. Das ist bestimmt so eine Fünfer-Quest. Aber das Problem ist, dass ich jetzt eigentlich die Staffel unterbrechen will bald, also nach der Horde-Nacht, weil ich ja, habe ich schon angekündigt, Stranded Deep eine Staffel machen will, noch in der Vorweihnachtszeit und über die Weihnachtstage wohl auch. Und dann fürchte ich aber, wenn ich danach hier weitermachen wollte, dass dann die Stable 21 ist. Aber gut, dann... Ja, du hast mir gerade noch gefehlt. Ey, was ist denn jetzt? Ich habe das aber gar nicht so gemacht, dass du so steigen sollst.
Das habe ich gut gemacht. Knochen gebrochen. Sehr schön. Manchmal läuft es, ne? Wie geht nicht? Dann muss ich gucken, was willst du denn jetzt hier? Jetzt kommt der auch noch an. Verstaucht. Langsam mal die Einzelteile. Springen, springen. Deine Maximum. Da kann ich nichts dran tun. Na gut, 7 Minuten. Weil du mich so erschreckt hast? Naja, ganz toll. Also, nicht springen und sprinten, weil dann geht nämlich, dann dauert das nur noch länger. Pass mal auf, dann kann ich auch gleich mal. Hä? Nee, hier muss ich drücken. So. Lass ich den hier stehen? Warte mal, ich kann ja mal fahren. Oh. Hallo? Ja, weil ich auf das E gekommen bin. Das ist so schnell passiert. Das ist übrigens in Stranded Deep, da gibt es ja auch so ein Fliegegerät. Das ist genau das gleiche Problem. Wenn man da auf das E kommt, platsch! Viel zu schnell. Och Mann, ey, was ist denn jetzt los? Ich habe es verlernt. Es bin ich jetzt leid. Zack, hier, komm. Ende Gelände. Gehen wir langsam rüber. Schön, langsam. Manchmal habe ich jetzt aber auch, ne? 6 Minuten, ja, ne, ist klar. Ja gut, ich denke mal gleich, wenn wir unterwegs sind. Ich würde sagen, wir fliegen von hier aus direkt zu den Wastelands, oder? Aber warum sollte da die Wahrscheinlichkeit höher sein, da zu kaufen? Ah, wer weiß. Müsste ich die doch hier so ein bisschen... Immer noch 6 Minuten. Boah, das dauert lange. Typisch wäre jetzt, dass der lacht. Er hat die Knochen gebrochen. Welcome to Trader Joe's. Everything in here has a full no-money-back guarantee. Ja, das ist doch nett. Jetzt habe ich auch noch Hunger. So, lass mal gucken. Hast du vielleicht sowas? Ne. Solarzellen, die teuren Dinger, ja. Eine 2er-Drohne. Stolperdrahtpfosten könnte ja auch mal interessant sein. Selbstgebaute Pistole. Ja, nee. Warte, hier war da zu gucken. Nicht da. Warum sind die denn hier an einer anderen Stelle? Technik-Freak Band 1. Was macht das denn? Robotik-Schaden. Lerne, wie du deine Roboter noch tödlicher machen kannst. Robotikwaffen verursachen 10% mehr Schaden. Das wäre doch mal was, ne? Aber ich will die Kohle nicht ausgeben. Ich habe Angst, die fehlt mir näher, wenn ich so ein Ding, so einen Bauplan finde. Hm. Ach komm. Das habe ich schon mal gehabt. Wie blöd bin ich eigentlich? Ja, manchmal haue ich auch so Dinger raus, ne? Ja, ich könnte einfach mal Geld ins Klo spülen. Guck mal, das ist doch auch mal eine ganz tolle Sache. Anstatt mal richtig zu lesen. Ich kann mich da nicht dran gewöhnen, dass da ja die Symbole dran sind. Sehe ich mir erst hinterher. Ja, das war jetzt super schlau. Ja, nur die Munition. Be careful out there. Ja, bin ich. So. Erstmal ein Happen essen. So, dann würde ich sagen, mit dem Auto hier zu den anderen eben hingesaust und dann in die Wastelands gefahren, oder? Vielleicht habe ich ja Glück und kriege das Ding noch. Dann hätten wir das vielleicht für die Horde-Nacht noch parat. Aber der kann das ja hier nicht stellen, ne? Latsch ruhig durch das Auto durch. Oh, den hat er aber. Hab ich noch was? Na, jetzt ist voll, ne? Wie haben wir denn noch? Nicht mehr so viel.
So. Ja, und Autofahren? Macht ihr nichts. Da geht das schön weiter runter. Da hatte ich, glaube ich, aber letztes Mal schon nachgeguckt, auch nach Raketenwerfer-Bauplan, oder? Nee, ich habe, glaube ich, erst später gemerkt, dass ich genau das brauche. So. Ach ja. Ja, so ist das also geplant. Wir machen jetzt diese Horde-Nacht hier und dann... Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich denke mal, dann pausiere ich die Staffel hier erstmal. Und dann mache ich, ich beende die Staffel, könnte man quasi sagen. Und dann machen wir Stranded Deep. Stranded Deep geht, weiß ich nicht, wie lange, mal sehen. Wahrscheinlich länger, aber da kann ich auch nochmal wieder pausieren. Weil Stranded Deep ist für mich so gerade jetzt in den Wintertagen besonders schön. Und, also kommt zu der gleichen Zeit, wie das jetzt hier läuft. Also ist quasi austauschend. Kann auch sein, dass sich ein bisschen überschneidet, dass quasi für eine gewisse Zeit... von beiden Staffeln was läuft. Ja, und dann sollte ich dann sagen, was weiß ich, als Beispiel Mitte Januar oder Ende Januar, so, jetzt ist genug hier Stranded Deep, wir machen jetzt 7 Days weiter. Und die haben die Alpha 21 noch nicht eingespielt hier. Dann würde ich hier an der Stelle weiterspielen, ne? Klar. So, guck mal noch, keine 2 Minuten mehr, dann ist der Knochen wieder heile. So. Muss nur eben langsam gehen jetzt so lange. Sonst dauert das nur noch länger. Hast du vielleicht den Raketenwerfer? Zeig mal, was du hast. Irgendwie überall so mehr oder weniger dasselbe Zeug, ne? Also mit den Büchern, da muss ich echt mal mehr auf die Symbole achten, ne? Bauplan-Pfeilauflage, ja, das wird schon interessanter. Da sind jetzt schon mal so ein paar Sachen bei, die ich vorher so noch gar nicht gesehen hatte bei den Händlern. Weil wir da ja auch ein bisschen hochgeskillt haben, ne? Ist jetzt so nichts weiter. Und dann wollen wir hier erst gucken. Mods. Und dann gebe ich hier aber nochmal die Rakete ein. Nee. Be seeing you. Ja. So. Dann fahren wir jetzt noch zu dem letzten hier in der Nähe. Wo muss ich denn da am besten lang? Warte mal, das habe ich schon mal gemacht. Ich muss nicht... Hier, ne? So. Und dann in die Richtung. Da müsste noch einer sein. Ich fahre mal am besten hier die Straße weiter. Ah, jetzt sind wir fertig. Die Beine ist wieder gut mit der Verstauchung. War der nicht letztes Mal schon da, als ich hier lang gebrettert bin? Der hier? I've got a bad feeling about this. Ach komm! Der hat schon gelegen, als du den bemerkt hast. Na, Droni, bist du denn noch da? Und dann würde ich sagen, wenn da auch nichts ist, fliegen wir von da aus direkt in die Wastelands. Ach, guck mal, ich habe genug Fleisch. Bleibt da sogar stehen. Ich wahrscheinlich umfahren können, ne? So, wo müssen wir hin? Da vorne. Den Bob haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Das ist wirklich krass. Der ist bestimmt in der Wüste, oder? Habe ich überhaupt da in der Wüstengegend schon einen Händler gefunden? Nee, ne? Können wir ja wieder rennen. Sind wir wieder tipptopp. You smell of the dead. Ja, du auch. Hm.
Bohrer. Ich bin da gar nicht so scharf drauf. Hab ich schon mal gesagt, ne? Bauplan Magnum. Raketen. Da ist er. Da ist er! Yay! Wie geil! Jetzt haben wir ihn. Dann können wir ja auch die Raketenwerfer-Munition kaufen noch, ne? Dann können wir noch ein bisschen mehr damit spielen. Das müsste dann ja... Wo ist der Munition drin? Nur hier hinten eigentlich, ne? Oder? Was haben wir denn eigentlich noch? Noch knapp 20.000. Ja. Gehen wir durch hier. Jetzt hätte ich das Ding noch futtern können, aber wohl, das war gar nicht so ein wahnsinnig teures Ding, ne? Hier. So. Amboss. Raketenwerferteile brauche ich ja dann gar nicht mehr. Ich habe das Ding ja direkt gekauft. Glühbirnen, Schießpulver. Futter. Na gut. Good luck with that. Ja. Siehste. Jetzt könnten wir ja zum Rack nochmal zurück. Und da auch nochmal die Munition kaufen, ne? Was habe ich denn jetzt? Zwei Stück. Zu Hause habe ich auch noch ein paar. Ja, das mache ich. Fahr zurück zu den anderen, hol das auch noch eben da raus. Oh, das möchte ich ausprobieren, ey. Kabom! Ja. Das sind so Dinge, die haben mich eigentlich so nie so besonders interessiert. Weil das ist was für später mal, denkt man immer. Aber irgendwann muss man es ja dann auch mal machen, ne? Ich hab doch eigentlich sonst alles. Jetzt haben wir sogar schon mit den Solargedöns angefangen. Das ist schon ziemlich fortgeschritten, würde ich sagen. Jemand geschrieben, die Hühnchen, die würden auch nicht tot gehen, wenn man die überfährt. Das ist nicht ganz richtig. Wenn man die mit den Rädern trifft, dann sind die sehr wohl tot, dann. Die Hühnchen. Master, we are not alone. Ach komm. So. Eben hier beim Joe rein noch. Umdrehen die Karre. So. Ist das nicht der, der auch mal singt? So dumm, die dumm, die dumm. We sell only the best merchandise. Merchandise, genau das, was ich brauche. So, wo hast du eigentlich deine Raketen hier? Drei Stück. Kriege ich die? Ah, die kriegen wir noch. Pfupp, dann haben wir schon mal fünf. Ne, war? War nicht noch irgendwas anderes, wie ich gesagt habe, könnte ich eigentlich, aber... Der hat den ja auch. Ein Vierer. Den habe ich nicht gesehen. Aber das so aussieht wie eine Munition dafür. Habt ihr das gesehen? Ha. Kannst du mal sehen, doch. It's been a real pleasure. You watch yourself out there. Hä? Was war das? Bin ich hier irgendwo an eine Taste gekommen? Komisch. So. Warum ruckelt das? Kommt da eine Horde an? Das ist nämlich so typisch. Wenn das so stockt und ruckelt, dann ist irgendwo so eine Wanderhorde unterwegs oder so. Und die kommt dann um die Ecke gelaufen. Kurz darauf. Nee, ne? Schwächeanfall des Rechners. So. Soll ich jetzt so zum Rack fahren, da auch noch Munition kaufen? Nee, wa? Ich möchte das Ding ausprobieren, ne?
Ich möchte das ausprobieren. Aber nicht an dem Hochhaus, weil wir da ja vielleicht doch mal noch eine Fünfer machen. Und dann soll das ja intakt sein. Guck mal, da hinten ist das nicht so ein schönes Häuschen mit Turm. Sollen wir da mal gucken? Da, genau geradeaus. Da ist doch was. Oder ist das direkt? Nein, 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 nein. Das ist ein Stück weiter. Wie geht denn das eigentlich? Ups! Oh, die Kirche schießen wir ab. Das wäre doch was, ne? Ich denke mal nicht, dass dann gleich die ganze Kirche einstürzt, aber das müsste doch schon einen sichtbaren Schaden hinterlassen. Lass mal gucken, ob wir hier Besuch haben. So, jetzt nehme ich meinen Raketenwerfer. Munition habe ich ja. Müsste ich ja eigentlich jetzt von hier aus so einfach mal rechte Maustaste macht so was. Okay. Macht man das so? Oh! What? What the fuck? Guck mal, da sitzt ein Grüner. Ach so, nachladen. Alles klar. I've got a bad feeling about this. Der überlebt das. Die überleben das alle. Aber das ist noch mehr. Guck mal. Das ist eine ganze Batterie. Na komm. Ja, die sind ja hart im Nehmen, du. Was? Aber das macht Laune. Ah, ich vergesse das immer. Ich muss ja laden. Bam! Und es kommt ja da raus, marschiert. Ja, ne, ist klar. Ob man das Ding... Wie viel habe ich denn noch? Ich möchte... Oh, ey, doch, wir holen die anderen auch noch. Das macht richtig Laune. Oh. Echt jetzt? Hallo? Die können echt was einstecken. Gerade die Grünen, ne? Wie viel müsste ich da noch wegballern, bis der Kirchturm runterkommt? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Oh, ja. Yay! Leute! Nee, komm, der ganze Turm. Wenn schon, denn schon. Einen haben wir noch, ne? Ja. Nee. Jetzt habe ich keine Moon mehr. Boah, da braucht man mehr von. Aber das ist Knorke, das macht Laune. Aber die Zombies, die werden da gar nicht so sehr von betroffen, ne? My senses have picked up something. Was soll denn hier sein? Ah, da ist noch was. Ja, ich hör's. Oh. Wo denn? Ach, da. Das hat so gescheppert. Da traust du dich dann noch hier? Hm. Na gut. Komm, time is running out hier. Oh Gott, wir haben total überzogen. Dann, ja, die Zeit ist um, ne? Ich werde jetzt zum Rekt fahren, werde da noch gucken, dass ich da noch Teile kriege, noch Munition und dann treffen wir uns zur Hordenacht wieder, würde ich sagen. Ne? Ich mache ja nichts, ein bisschen vorbereiten noch. Ja. Ja, würde ich sagen. Miem, miem!
Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mal auf so eine Kirche rumzuballern. Und ist nicht wieder hier. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.